Kapitel 11, ja, und erstmal die Ärmel hochkrempeln. So, und wow, ein Freund von uns. Villa Skeletta, 27. Juli 1951, wieder mal. Wunderschön. Und, oh, ja, diesmal war es ja, ne? Wer Der zum Henry. Teufel ist das? Der Henry klingelt. Gut, bereit machen. Es geht wieder los mit Mafia. Weiter hier. Hey, Bro, was geht? Okay, wir gehen natürlich mit. Oh. Ich wollte einen. Dann nicht. Okay. Dann nehmen wir halt irgendwas anderes. Eine tolle Leder, ja. Ganz einfach. Oh, soll nicht schlecht sein, ne? Ja, klopf erstmal ab. So, ist aber. Hey, Vito. Lang nicht gesehen. Stimmt. Lange her. Was willst du, Henry? Ja. Lass trinken. Nehmen wir mein Auto. Okay, von mir aus. Na, süße. Hey. Lust auf eine. Ah, nee, warte mal. Mit Henry trinken. Ach, ich soll jetzt mit deinem Auto. Mit deinem Auto sollen wir jetzt fahren, oder? Also ich mit deinem Auto. Also ist ziemlich dreckig. Sollst du vielleicht mal sauber. So, mit einsteigen. Dann fahr ich halt mit deinem Auto. Ja, dass Clementi tot ist, weißt du wohl. Wie alle anderen auch. Hör mal, Vito. Ich weiß, dass Falcone was damit zu tun hat. Und ich mache mir Sorgen, dass er den Rest der Familie auch auslöscht. Was geht mich das an? Ja, also, du wurdest doch eingebucht. Tut mir leid, was dir Clementi angetan hat. Aber er hat gekriegt, was er verdient hat, oder? Der Drecksack ist mir doch scheiße. Ich könnte mir auch vorstellen, für Falcone zu arbeiten. Weißt du, du willst bei uns einsteigen? Ja, und da du für ihn arbeitest, dachte ich, dass du... Könntest du vielleicht ein gutes Wort für mich einlegen? Ja, sicher. John, ich kann für dich bürgen. Danke. Hast was gut bei dir. Das ist ja interessant, Henry. Läuft so? Bevor mein halber Bekanntenkreis umgelegt wurde oder danach? Diese Geschichte in dem Hotel, darüber weißt du nicht zufällig was. Keine Ahnung, wovon du redest. Komisch. Ein Kumpel von Joe wurde damals auf dem Parkplatz kalt gemacht. Da habe ich mir gedacht, ihr zwei wärt mit von der Partie. Ein Kumpel von Joe? Wen meinst du denn? Du weißt schon, der blöde Arsch, der ständig mit Joe bei Freddy war. Wie hieß der nochmal? Mikey, Mickey, ach, scheiß drauf, irgendwie so. Du meinst Martin? Mickey Maus? Ja, ja, so hieß die kleine Ratte. Hatte eine Stimme wie Minnie Maus. Ach ja, davon habe ich gehört. Und du warst damals bestimmt nicht dabei? Ganz sicher nicht? Sagen wir es mal so. Ich und Joe waren damals unterwegs, was für unseren Boss erledigen. Mehr sag ich dazu nicht. Weißt du was? Ist sowieso egal. Aber tu mir einen Gefallen, ja? Sicher. Leg dir nächstens eine bessere Tarnung zu als den peinlichen falschen Bahn. Ihr zwei Idioten waren meilenweit zu erkennen. Mann, könnten wir nicht ein andermal darüber reden? Oder am besten gar nicht mehr? Ja, schwamm drüber. Hast nur deine Arbeit gemacht. Hast du auch manchmal das Gefühl, dass du in einer anderen Branche besser aufgehoben wärst? Ehrlich gesagt, nicht wirklich. Dies hier ist mein Leben. Das ist was ich kann. Ja, und ich vermute, es bringt ein bisschen mehr Geld als Taxifahren. Ich hatte überlegt, nach dem Hoteljob die Stadt zu verlassen. Aber wo soll ich hin? Was soll ich machen? Deshalb bin ich zu dir gekommen. Ich war deine letzte Hoffnung, wie? Danke. Hey, nur mal so, wieso kommst du zu mir und nicht zu Joe? Sieh mal, Joe ist zuverlässig. Aber ich möchte nicht unbedingt, dass er mich verträgt. Verstehst du? Ja. Kann ich dir nicht widersprechen. Also, deinem Auto geht's ganz gut, Henry. Ich will ja jetzt nicht so sagen, dass es gleich kaputt ist, aber ich fände, also, mit dir wieder zu arbeiten, ist so bestimmt dann wieder ganz toll. Ich meine, schon mit dem alten Sack. Ich bin weg. Tschüss. Affen. Erfolgung von Rasa aufgenommen. Okay, Ja, tut mir leid, ne, Henry. Wahrscheinlich wirst du irgendwann mal so von der Polizei kriegen. Mach dir deswegen keine Sorgen. Es wird alles schon gut laufen. Du hast ja deine Connection. Vor allem, wenn du in einer neuen Familie dann bist. Und von einer anderen so ein bisschen. Wo war ich schon? Was ich meine, hoffe ich. So.
Erstmal schön parken. Warte, einen Moment. Einen Moment, bitte, bitte. So, ja. Du sollst eigentlich die Tür auflassen, damit ich schnell einsteigen kann. Also, Henry, ist gut geparkt, oder? Also, ich bin damit zufrieden. Ich meine, dein... Tut mir leid, Senior. Ja, kann man reparieren. Wird nicht teuer sein. Ich meine, du hast ja ein gewisses Einkommen und wird schon reichen. Alle. Hey. Hey, Vito. Hast du meine Kohle? Ich halte immer mein Wort, oder? Hier, gib nicht alles auf einmal aus. Danke. Wo ist John? Er war eben noch hier, ist gerade raus, wirkte ziemlich angepisst. Das hat er wohl häufiger in letzter Zeit. Ja, ist das ein Wunder? Hör mal, ich muss was mit dir besprechen. Nur wenn's wichtig ist. Mich hält im Moment Vinci auf Trab. Er führt irgendwas gegen uns im Schilde und keiner weiß was oder wieso. Ich muss das rauskriegen. Hör mir trotzdem erstmal zu. Okay, schieß los, aber mach's kurz. Ein ehemaliger Clementi-Mann hat mich kontaktiert. Er will wissen, ob wir den Rest von Clementis Männern auch noch ausschalten wollen. Das ist gut. Soweit ich weiß, hat der Boss im Moment nichts in der Richtung vor. Es sei denn, sie machen irgendwelche Dummheiten. Er hat mich außerdem gefragt, ob er für uns arbeiten kann. Ja? Wer ist er? Ein Freund von dir oder was? Wir haben ein paar Jobs zusammen erledigt. Er versteht sein Handwerk. Okay. Er soll mal vorbeikommen. Tja, er wäre gerade hier. Tatsächlich. Na gut, bring ihn her. Eddie, Henry Tomasino. Henry, das ist Eddie Scarpa. Sehr erfreut, Mr. Scarpa. Guten Morgen, Mr. Scarpa. Meine Freunde nennen mich Eddie. Komm, setz dich, Henry. Also, Vito sagt, du würdest gern für uns arbeiten. Ja, ich habe gerade nichts zu tun. Und was früher mal war, ist Schnee von gestern. Eine kluge Einstellung. Aber zuerst mal, Henry. Hacken Clementi und Vinci etwas gegen unsere Familie aus? Okay. Normalerweise halte ich mich bei sowas hier raus. Aber ich war mal mit Luca Garino bei Leo Galanti. Und Luca erzählte dauernd, Falcone wäre in irgendwelche krummen Geschäfte verwickelt und dass man etwas dagegen tun sollte. Ich schätze, er wollte Vinci gegen euch aufhetzen. Diese Drecksau. Der dealt doch garantiert selbst, aber schimpft trotzdem dauernd über Drogen. Er weiß genau, dass Vinci was dagegen hat. Wahrscheinlich hat er den Alten eingeseift. Aus diesem Grund will er uns jetzt ans Leder. Wir müssen ihm zuvorkommen. Wieder mal? Hey, wenn wir nicht handeln, handelt Frank. Aber erstmal müssen wir Galanti beseitigen. Ohne den ist Frank erledigt. Leo? Ich wollte dich da raushalten, aber mir fiel sonst keiner ein, der so eine Nummer durchziehen kann. Jetzt würde ich sagen, das wäre doch die perfekte Gelegenheit für Henry mal zu zeigen, was er drauf hat. Was sagst du dazu, Henry? Machst du das? Wenn das heißt, dass ich dann dabei bin, klar. Einverstanden. Beseitige Leo. Und was ist mit dir, Vito? Ich würde mich wohler fühlen, wenn du Henry begleiten würdest, damit alles glatt läuft. Heißt ja nicht, dass du selbst Hand anlegen musst. Fahr einfach hin, warte, bis alles erledigt ist und fahr zurück. Aber falls das ein Problem für dich ist, frage ich gern jemand anderen. Was meinst du? Tut mir leid, Eddie, ich kann das nicht. Leo war im Knast wie ein Vater zu mir. Ja, ich verstehe. Dann musst du wohl auf Vito verzichten, Henry. Hol dir Hilfe, wenn du willst, aber es darf auf keinen Fall auch nur der kleinste Verdacht auf uns fallen. Leo wohnt in Highbrook. Keine Sorge, wird heute noch erledigt. Okay, dann mach dich auf die Socken. Bis später, Eddie. Tschüss, Eddie. Gut, dass du den hergebracht hast. Selbst wenn das vermasselt wird, keiner uns verdächtigen. Ich glaube nicht, dass Henry es vermasselt. Umso besser. Tja, Vito, sonst habe ich heute nichts für dich, aber komm morgen wieder, okay? Ja, bis dann, Eddie. Bis dann. Ja, Leo. War schön mit ihm. Vielleicht gibt es aber noch eine. Ja, warne Leo, das werden wir jetzt tun am besten. Oh ja. Ich meine, das ist wichtig für uns. Ja, mach. Schnell kaputt hier. Dann. Ja, wieder toller Soundtrack und so, ne? Wo ich mal erwähnt habe. Aha. Ja, fahr doch scheiße. Alter, was ist denn mit der Karre los? Eiger, Mann. Den Reifen auf. Ich glaube, ich habe schon leicht verkackt. Gut. Was mir jetzt eigentlich jetzt erst so spontan auffällt, ne? Das Spielgeschehen
passiert wird, wenn man die Karte aufruft. Ja. Oh Gott, falsche Straßenseite. Ja. Also hier soll man pausieren und Scheiße und so. Ja. Das war natürlich alles so gewollt. Ich glaube, es wird nichts mehr so, aber mal schauen. Ey, hier wieder Klonami. Du da und du dort vorne auch. Da, du da. Entschuldigung, das musste jetzt sein. Bitte nicht auf der Straße. Nein, ich bin nicht ausgerastet. Das ist Einbildung. Einbildung ist das. Meine Güte. Dass sie sich immer wieder so anstellen lassen. Ach ja, und die Lampe geht natürlich nicht weg. Och, da flog eine Felge von den Bullscheiauto. Ah, zerstört bitte schnell euer Wagen, damit ich nicht mehr viel zu tun habe. Ich habe so Gefühl, dass ich das nochmal wiederholen muss. Aber es ist nur so. Also, ich meine, ist jetzt nur so ein Gefühl. Also. Headshot. Wir sind tot. Projekt Nabu. Nein. Lauf schnell, Vito. Skeletta. Lauf. Oh, oh, oh. Jawohl. So viel cooler, ja. Passt viel besser zu der Mission. Ist auch ein bisschen schneller, das Auto hier, Emma. Gas geben. Die Polizei interessiert sich nicht dafür, dass wir zu schnell fahren. Ist auch scheißegal. Wahrscheinlich erst bei 80 oder so, würde ich sagen. Emma, das ist viel zu schnell. Du kriegst gleich ein Knirschen, Emma. Okay.